Hey und willkommen zu einer kleinen Runde Bloons Tower Defense 6. Bewerte den Part und viel Spaß! Erstmal, bevor ich starte, vielen Dank natürlich auch an die Leute für das ganze Feedback in dem vorletzten Part. Da hatte ich ja darüber geredet, was ihr so meistens in die Kommentare schreibt, wie meine Meinung dazu ist und wie ich das Spiel an sich angehen möchte. Und ich glaube, am Ende des letzten Parts meinte ich auch noch, dass ich privat ein bisschen weiterspielen werde, allerdings dann ohne neue Sachen zu erkunden. Und das habe ich gemacht. Ich dürfte jetzt ungefähr 5 Level gemacht haben. Ich bin Level 68 und kann auch wieder ein paar Affenswissenspunkte ausgeben. Zauberer, Mana-Schild, braucht Arkanpfahl. Da ist Arkanpfahl, okay. Dann gehe ich jetzt hier rein, weil das echt viele Leute wollten. Erhöhte Haltbarkeit der Projektile von Zauberaffen, Superaffen, Ninjaaffen und Druiden. Hä? Haltbarkeit? Was denn für eine Haltbarkeit? Alle Magietürme können Eisbloons platzen lassen. What? Ja, okay. Dann das mit der Haltbarkeit der Projektile. Dann heiße Magie. Was ist das da? Kosten für Eichenherz um 100 reduziert. Ah, das ist beim Druiden, glaube ich. Ach so, ich muss da hoch. Okay. Jetzt? Nee. Ein weiterer Punkt in Magie. Ach Mann. Super Reichweite. Erhöhte Reichweite für das Upgrade Super Reichweite. Ja, gerne, nehme ich das halt. Dann Drachenatemfeuerprojektile bewegen sich schneller. Arkanpfahl. Schüsse mit Arkannägeln verursachen extra Schaden bei Bloons der Moab-Klasse und bei Keramik-Bloons. Darf ich da jetzt rein? Nee. Dann fehlen noch insgesamt 3 Level. Ja, schade. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich hier irgendwas neu freigeschaltet habe. Lotusinsel, okay. Ah ja, cool. Ich glaube, wir werden heute mal... Was passiert denn da? Hä? Geht ihr einmal... Nee. Ihr geht einmal um die Insel? Yo, was für Trottel. Ja, komm, okay. Ich glaube, ich nehme die. Dann baue ich jetzt wie immer erstmal einen Helikopter. Und danach zeige ich euch, worauf ich mich heute konzentrieren werde. Und zwar auf den Druiden. Der hat einfach... Ja, noch gar nichts. Hä? Bei dem war ich ja nicht mal in dem 4. Slot drin. Dschungelbeute. Erzeugt extra Geld pro Bananenfarm in der Nähe des Druiden. What? Ja, da würde ich dann auch gerne hin. Zumindest, wenn ich gleich ein paar Bananenplantagen gebaut habe. Windböen pustet die Bloons von der Strecke und vom Ausgang weg. Von der Strecke. Hä? Ist das nicht optimal, wenn ich die hier ans Ende stelle? Warte mal. Ich pack dich mal wirklich hier testweise an das Ende und gehe auf Harddornen. Harddornen kann jeweils 2 Bloons und dabei sogar Eisbloons platzen lassen. Oh cool. Dann Donnerherz. Setzt regulär Gabelblitze ein, die einen Bogen von Bloon zu Bloon bilden. Okay. Ja, und dann Sturmdruide. Dass die da weggekickt werden. Harddornen und dann fehlt mir Geld. Ja gut, dann spare ich. Obwohl, bevor ich das tue, brauche ich einmal kurz ein Dorf. Das ist auch wichtig. Wachstumsblocker und dann Radarscanner. Dann gebe ich dir mal Donnerherz. Und jetzt schicke ich den Helikopter. Fest verankert und tschüss, tschüss, tschüss. Nein, 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 lass ihn durch. Weh, du drehst dich um. Danke. Und? Okay, einfach nur ein Blitz. Dann wird Zeit für den Sturmdruiden. Ah, der ist falsch gestellt. Ich müsste... Ja, aber als ob das dann gehen würde. Was ist denn, wenn ich jetzt hier einen Floß hinpacke? Obwohl, dann schießt der immer noch nach da. Das ist echt blöd. Aber wisst ihr, was ich meine? Dass ich den halt von da nach da schicken kann. So, jetzt wird es erstmal Zeit für Affenbusiness, für Rabatt und einer Bananenplantage. Oh oh, ganz, ganz böse. Ich schaff das nicht. Oh nein. Nein, 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 bitte. Nein, bitte. Oh ja, der Typ. Was bist du für ein Gott, wie er da einfach aufgeräumt hat. So eine geile Maschine. Dann stelle ich noch da einen Druiden hin. Genau, und bei dem gehe ich dann darauf, dass die Bananenfarm mehr Geld bringt. Dornenschwarm schießt 8 Dorn je Schuss statt 5. Eichenherz. Angriffe verwandeln runden erneuerte Bloons zu normalen Bloons. Dschungeldruide ruft eine Schlingpflanze aus dem Boden, die einen Bloon nach dem anderen fesselt und vernichtet. Ja, genau. Und dann im Baum.
da unten ist, erhöht die Reichweite sehr deutlich und dann erhöht die Angriffsgeschwindigkeit um 10% und 1% für jedes verlorene Leben vom Startwert nach dem Upgrade. Maximal bis zu 100%? Okay, ja, warum nicht? Dann kaufe ich hier mal kurz ein bisschen ein, dann gehe ich auf das untere. Dschungelbereich und Racheherz. Ah, der macht das über die ganze Map verteilt. Wie insane ist das denn? Ui, das ist ja wirklich toll. Dann aber trotzdem erstmal die Bananenplantutsche weiter upgraden. Und danach den Rasierrotor. Dann aus Angst noch die Kanone, damit der mit dem Raketenwerfer die etwas dickeren aufspringt. Oh, ich könnte ja noch bei denen die Reichweite erhöhen. Ja, Mist. Es reicht aber nicht ganz. Schade. Dschungelbeute. Erzeugt extra Geld pro Bananenfarm in der Nähe des Druiden. LOL! Was ist denn mit seiner Range passiert? Oh. Danke, Druide. Du hast mir gerade das Leben gerettet. Und die Fähigkeit ist auch bereit. Was passiert denn jetzt? 26 kommt da raus. Und jetzt? Ach so, einfach ein Bonus. Dann hole ich mal den Benjamin und pack den hier schön auf das Podest. Dann noch ein Dorf hier schön mittig. Weil das lohnt sich auch wegen dem Wachstumsblocker. Und dann noch ein Floß dahin. Genau, dann kommt ein Druide hin und der geht auf das obere und das untere. Ah, ich habe genug EP. Kugelblitz. Erzeugt mächtige Blitzkugeln, die weitere Blitzschläge aussenden. Danke. Aber erstmal den Support-Chinook. Denn jetzt kann ich den da oben nehmen und ein bisschen weiter nach unten stellen, damit der, ja, einfach mehr arbeitet. Oh, es geht sogar schon. Okay, dann nehme ich dich und stopfe dich. Das ist ja eigentlich schon fast besser, den auch hinzustellen, ne? Ah, schwierig, schwierig. Das Teil da ist halt so im Weg. Ey, es ist so nervig. Seht ihr das? Da würde ich halt nichts treffen. Richtig kacke. Ja, was soll's. Nimm ihn mal und pack ihn ein bisschen weiter nach unten. So, und jetzt gerade bekomme ich ja $300 für den Bonus. Was passiert denn, wenn ich das nochmal upgrade? Verändert das irgendwas an dem Bonus oder bleibt das immer gleich? Da, ich kann es wieder einsetzen und 300. Ja, das lohnt sich ja gar nicht. Also es hat sich gelohnt, weil die Reichweite extrem verbessert wurde. Aber sonst brauche halt wirklich mal mehr Erfahrung bei denen. Ich sterfe noch welche. Warte, ich brauche einmal kurz Eis. Ja, bitte Geduld. Dann auf das mittlere. Arktischer Wind, Schneesturm, Dauerfrost und noch einen von denen nach da für die Mitte und das untere. Ja, damit er die ganzen Schiffe einfriert. Aber das dauert noch ein bisschen. Das kostet nämlich echt viel Geld. Wie viel Erfahrung bekommt ihr denn gerade? Da, Kugelblitz noch. Dann mal eben gucken, was hier noch so abgeht. Du bist schon fertig. Du brauchst auch noch Kugelblitz. Wie viel Erfahrung habt ihr denn gerade? 9000. Und ich brauche 35.000. Wie zur Hölle soll ich das denn noch hinbekommen? Was geht denn jetzt ab? Wie cool sieht das denn aus mit den Blitzen? Ui, ey, das ist echt krass. Schöpft die Einnahmen von allen Bananenplantagen in der Nähe ab und macht so Platz für neue Affen. Ja, aber bekomme ich da noch den Bonus? Müsste ich ja eigentlich, ne? Ich kriege gerade 428 von denen. Ich mach das mal. Kommt da jetzt auch alles raus? Ja, scheinbar. Und wenn ich jetzt da drauf drücke? Nö, ist weniger geworden. Ja, egal. Jetzt kann ich da ja nochmal welche hinstellen. Wie steht's jetzt mit der Erfahrung? 17.000. Oh. Ja doch, cool. Bekommt doch mehr, als ich erwartet habe. Ich könnte aber auch natürlich weitere Druiden hier neben die Plantagen stellen. Und ich kann 10-mal einsetzen. Ja, ja, ja. Oh, geil. Das bringt mir dann aber auch nur 4.000. Also jedes Mal, wenn ich es einsetze, refinanziere ich ungefähr... Nee, damit refinanziere ich ja nicht mal einen von denen. Müsste er 20-mal draufdrücken. Irgendwann lohnt sich das dann zwar schon, aber das dauert zu lange. Oder ist das sogar ein großes Schiff? Das ist schon die letzte Runde. Dann ab in den freien Modus. Denn ich will ja noch sehen, was aus den Druiden wird. Schwarze Schiffe, guten Tag. Euch habe ich ja vermisst. Alter, was geht denn jetzt ab? Ich bin tot, oder? Ich glaube, ich bin tot. Ah, das war aber schon sehr, sehr knapp. Kann ich jetzt mal bitte genug Erfahrung bekommen? Ich meine, ich kann auch gerne noch hier die letzten meine Upgrades kaufen.
Aber so langsam müsste ich doch mal genug Erfahrung haben. 35.000 brauche ich? Wow. 14 Erfahrung. Ja, da ist es. Supersturm. Supersturm fügt allen Blumenarten schweren Schaden zu und bläst sie vom Ausgang weg. Oh, der sieht ja sexy aus. Und auch das schöne Supersturm-Symbol. Das ist sexy. Supersturm. Und? Der macht sogar die Schiffe weg. Oh, es geht denn da ab? Hallo, was soll das da? Oh, ich lebe. Boah, also theoretisch hätte ich wirklich Potenzial, sehr weit zu kommen. Aber auch nur, wenn ich mal anderen Kram stelle. Hier, das habe ich gar nicht gemacht. Dass die Schiffe eingefriert werden können. Hupsala. Genauso wie der Stunned Bloom Vernichter. Das ist ja, unangenehm. Dann selbstverständlich auch noch die Nagelfabrik. Supermin. Ja, danke. Die mochte ich immer sehr gerne. Die sind wirklich spitze. So, und dann daneben einfach, weil ich es kann, das mittlere Upgrade. Nagelteppich. Und dann als Backup hier oben ans Ende noch eine weitere Maschine. Wo ich dann allerdings auf Permastacheln gehe. 30.000 nur. Ja, cool. Jetzt habe ich alle auf das Maximum geskillt. In jedem Bereich. Wie viel Geld ich habe. Alter. Ich habe einfach nur 220.000. Was mache ich denn mit dem Geld? Ja, ich habe es geschafft. Ich habe kein Geld mehr. Ich habe einfach tausende Superaffen gestellt. Mittlerweile habe ich aber schon wieder 730.000 Affenmünzen und keinen Plan, was ich damit tun soll. Es wäre wohl sinnvoll, jetzt mal bei den Superaffen das da zu machen. Sonnentempel und dann wahrer Sonnengott. Weil durch das Upgrade alle Affen in der Nähe eingesaugt werden und die Stärke sich dann vervielfältigt oder so. Aber da weiß ich gerade gar nicht, wie das geht. Ich habe aber auch aktuell die Chance, mal zwei Sachen auszuprobieren, die ich gar nicht auf Anhieb wüsste. Und zwar gibt es mehr als 999.000. Endet es da oder bekomme ich 1 Million plus? Und die andere Frage wäre, was passiert, wenn ich ein Affendorf neben die Bananenzentrale packe, dann bei dem Affendorf auf das untere skille und die weglutsche? Ich meine, kann ich dann nochmal eine Bananenzentrale bauen? Das ist dann zwar in dem Dorf drin, aber nicht mehr aktiv vorhanden. Das wäre sehr interessant. Das werde ich dann gleich mal testen. Aber erstmal checke ich das mit der Million. Also, ich verkaufe jetzt mal den da und jo, 1 Million. Krass. Hätte mich aber auch gewundert, wenn es da eine Limitierung geben würde. Und was passiert jetzt, wenn ich hier das Affendorf hinpacke? Da ist das höchste Upgrade, die Bananenzentrale. Gut. Monkeyopolis. Die wird gar nicht weggelutscht. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Ach so. Ja, okay, so kann man es natürlich auch lösen. Schade. Ich dachte, ich könnte die dann echt mehrfach stellen. Aber das geht ja schon alleine deswegen nicht, weil man nur einmal das Monkeyopolis machen kann. Na komm, dann starte ich die Runde. Jetzt, wo ich hier ein paar Sachen abgebaut habe, schaffe ich eh nicht. Runde 200 ist stark. Hier alles aktivieren. Einfach ein bisschen reinspammen. Dann hier noch ein bisschen mehr Geld holen. Einfrieren. Komm schon, komm schon, komm schon. Ja, du schaffst das. Hier nochmal reinböllern. Nee, das war's. Ja, und Game over. Runde 200. Okay. Dann bewerte den Part, schaut noch in die Videobeschreibung, da sind ganz viele tolle Sachen verlinkt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann.